Wisst ihr, was das Beste ist an einem Tag? Ich komme von der Arbeit wieder nach Hause, denke an nichts Böses und auf einmal sehe ich, sie releasen aus dem Nichts mal wieder ein neues Friday Night Funkin' Update. Ist aber kein riesiges Update, ist nur ein kleines Update. Es gibt zwei neue Songs und ganz viele neue Artworks, die wir uns alle anschauen werden. So, außerdem wurde Freeplay noch einmal ein bisschen verändert. Und zwar, wie wir hier sehen können, haben wir hier jetzt so eine Art Difficulty Rating. Also rechts sehen wir ein paar Sterne, die zeigen, wie schwer es ungefähr ist, deren Einschätzung. Außerdem haben wir an dem Namen dran von dem Lied auch nochmal so eine 1, 2, 3, ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Vielleicht auch so ein Difficulty Rating. Ja, doch hier 4 Sterne, 3 Sterne. Ja, sowas kennt man ja auch in anderen Rhythmusspielen mit diesem Sternensystem, wie schwer etwas ist. Ach ja, und weil ihr keine Musik hört, das liegt daran, dass man jetzt die Musik von dem Lied selber hört, wenn man dranhält. Also zumindest das Instrumente hört man davon. So, was sind die neuen Songs, die es hier gibt? Wir haben 2 neue React-Remixe. Natürlich spielen wir auf Nightmare-Mode. Ja, wir wollen es natürlich sehr, sehr schwer haben. Ich habe mir die beiden Songs noch nicht angehört. Die sind jetzt komplett blind für mich. Wir haben Satin Panties, Erect und Eggnog Erect. Also wir haben jetzt endlich das zweite Mom-Lied und das allererste Week 5 Erect-Lied. Krass, oder? Fangen wir direkt mal an mit Satin Panties. Yeah! Okay, und die Sterne am Rand. Cool, das klingt schon mal richtig nice. Und Teufel geht natürlich wieder ab wie nie zuvor. Ja, bisher ist es doch relativ simpel. Boah, der Beat. Ich liebe immer noch diese Tänzer da im Hintergrund, diese Dummies. Passen auf jeden Fall hier sehr gut rein. Oh, das klingt richtig geil. Ich weiß nicht, ich habe mich sofort in den Beat verliebt. Oh, ich hab fast einen Fehler gemacht. Was genau weiter? Ja, hier im React Mode dürfte ich keine Pausen machen. Obwohl das Update ja Pitbull Stop, glaube ich, heißt. Pitstop, nee, Pitstop heißt das. Pitstop Update. Dürfen wir trotzdem keine Pause machen. Weiß nicht, wie ich auf Pitbull gekommen bin. Aber. Junge, Boyfriend hört einfach nicht auf. Wow! Ach komm! Das war unfair. Aus dem Nichts so alle Köpfe auf einmal. Okay, nice! Hat mir gefallen. Vor allem der Beat war richtig gut, ne? Und die Musik sagt, das war richtig gut! Oh, und ihr wisst, was das heißt. Oh, doch nicht. Boah, der Beat. Das war sehr laut, aber boah, klingt das geil. Guckt euch Boyfriend an. Yeah. Zwei Misses? Ach was, meine Girlfriend juckt das nicht. Und richtig auch direkt 98%. Okay. Excellent an der Seite. Okay, dann. Der Blick. Nice. Wo sind die Sticker hin? Wow! Wow! Oh, habt ihr Boyfriend gesehen? Yeah! Oh, das ist episch. Oh, okay, jetzt gefällt mir jetzt schon richtig gut. Ich würde sagen, macht direkt weiter mit Eggnog. Ding, ding, ich hab schon gehört. Hier haben wir ein richtiges Christmas-Theme. Viele haben sich bei originalen Eggnog ein bisschen beschwert, dass es sich nicht so sehr nach Christmas angehört hat. Und jetzt. Was ist das für Samples im Hintergrund? Da redet irgendwer. Ja, aber bei Daddy Dearest sind, glaube ich, auch verschiedene Chromatic Scales, oder? Der, also, was damit sagen will, hat, glaube ich, mehrere Stimmen. Ich glaube, so eine Mischung aus
Week 5 und Week 1 oder so? Kann das sein? Klingt auf jeden Fall anders. Ja, okay, das schreit halt Weihnachten, ne? Leider muss ich hier euch mitteilen, dass sie... Ach nee, da oben rechts war noch mal zu der Biku. Letztes Mal war sie weg. Scheinbar gibt's sie jetzt doch wieder im Game. Man sieht sie so ganz leicht oben rechts. Manchmal wird's rausziehen. Da! Miku ist doch noch im Game drin. Macht mich glücklich. Was geht denn jetzt ab? Das ist einfach geil. Es könnte aber ein bisschen schwerer sein, finde ich. So schwer war es jetzt nicht. Aber trotzdem hat mir gefallen. Nice, da ist sie, Miku. Wow. I have a girl lie to you guys. That's the most beautiful thing I ever heard my whole life. Der Blick auch noch. Was? God damn! Was ist gerade passiert? Warum war das offensichtlich einfach Phantom Arcades Stimmen? Okay, cool, wir kriegen Custom Cutscenes noch. Krass. Oh yeah! Ich komme immer noch nicht drauf, klar. Okay, das war ein bisschen zu einfach, finde ich. Aber trotzdem war das sehr, sehr geil. Ihr seht das P hier. Das P bedeutet, glaube ich, perfect. E ist excellent. Also eins da drunter. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwelche Scores noch habe. Ich glaube, G ist wahrscheinlich irgendwas mit gut. Es gibt auf jeden Fall noch so einen richtig schlechten Rang. Ich werde mal gucken, dass ich euch die ganzen neuen Ränge zeige, weil das sind die neuen Artworks, von denen ich gesprochen habe. Es gibt jetzt neue Ränge. Also Boyfriend ist nicht immer nur, yeah, ich habe das nicht geschafft, sondern... Gleich geht's ins Bett rein, glaube ich. Okay, was passiert, wenn man das Lied komplett perfekt schafft? Keine Musik? Oh mein Gott. Es ist soweit! Also Boyfriends! Perfect Score! Ja, okay, ich hab nicht alles sick, aber trotzdem. Ich dachte eigentlich, dass diese Animation der Titelbildschirm wird, aber scheinbar wird das hier Perfect Ranking. Wenn man es perfekt geschafft hat, kriegt man eine Nacht mit Girlfriend. Da, also, beschweren kann man sich da eher weniger, oder? Ah, und jetzt kommen die Sticker-Effekte, okay. Nur komisch, dass da dieses Bah! Kommt von dem Titelbildschirm Musik und dann auf einmal diese Musik. Naja, bisschen komisch, aber ja, guck ich mal, dass ich die anderen auch noch bekomme. So, ich habe jetzt mal am Anfang so ein paar Noten einfach verpasst, einfach nichts gedrückt. Und dann glaube ich, kriegen wir. Ah, nee. Wie ist das denn? War ich zu gut noch? Es ist wirklich so seltsam, wie anders auf einmal dieses Tutorial-Lied klingt. Aber ja, ich habe jetzt mal am Anfang wirklich alles verpasst. Ja, da haben wir das normale Vieh. Hier ist was anders. Yeah! Wo ist seine Pose, wo er jetzt seine Hände in die Lüfte hebt? Hat er das nicht mehr? Aber Girlfriend finde ich ja da hinten noch besser. Yeah, yeah, yeah! Wieso freuen die sich so? Ich hab voll reingeschissen. 80% ist, ja, ist okay. Ist immer noch richtig viel. Aber im Kontext zu dem Lead-Tutorial war das eigentlich nichts. Aber das hier ist great. Das ist G. Wir sind hier G, Mann. Ja. Wollen wir mal richtig reinkacken?
Versuch's mal. Ich habe jetzt mal richtig reingekackt in dieses Lied. Nein, ich darf nicht sterben! Nein, ich darf nicht sterben! Warum habe ich sofort gesetzt? Ich Idiot, ich muss auf Easy setzen. Und auf Normal. Nicht auf Easy, ist viel zu langsam. Aber auf Normal. Okay, jetzt aber wirklich. Ich habe es auf Normal gestellt, damit am Ende keine Pfeile kommen. Ich habe richtig reingeschissen. Und was macht Boyfriend dann, wenn er das Lied richtig schlecht singt? Gerade so 50%? Boah. Brechst dich erstmal das Bein. Und dann noch das Genick. Ja, wo ist Boyfriend überhaupt hin? Los! Also bei 50% hast du doch verloren. Ah, das Lied geht voll ab, oha. Ich feier das voll. Ach ja, und wenn man ein bisschen weniger verliert, dann kommt diese Animation, die wir schon beim letzten Mal gesehen haben, wo er die Hände in die Luft hebt. Yeah! Also das ist das Zwischending. Das brauche ich aber nicht mal noch zeigen, das kennt ihr ja schon. Und ja, das waren alle neuen Animationen und neuen Songs hier in dem Pitstop-Update. Wir werden vermutlich in den nächsten paar Monaten wieder ein neues Update bekommen, also seid gespannt. Hier findet ihr es zuerst und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mich in den Kommentaren wissen, welches der beiden neuen Songs euch am meisten gefallen hat. Ich glaube, ich mochte Sand and Panties am meisten, aber das Ende von Eggnog, das war perfekt, das war super. Sorry, war nicht so gut.